Und bevor jetzt irgendein Schlaumeier darauf hinweist, dass die Latschenkiefer doch viel niedriger ist als die Waldkiefer und so krüppelig wächst, also so am Boden entlang riecht. Nee, das kann nämlich die ganz normale Waldkiefer auch genauso, kann also vom Wuchs exakt wie die Latschenkiefer aussehen, aber trotzdem die normale Waldkiefer sein. Auch das gibt's. Das ist zwar komisch, aber ist so. Das ist jetzt zwar kein Baum, aber dieses total unspektakuläre Gelände ist tatsächlich die Quelle von dem Bach, an dem ich eben unterwegs war. Ja, ich weiß, sieht nach nichts aus, aber ist tatsächlich die Quelle, quasi dieses, was ich jetzt mit der Kameramitte ungefähr einkreise, dieses Gelände ist die Quelle. Klingt schon wieder komisch, ist aber so. Ich merke übrigens, dass ich lange kein Rumlaufvideo mehr gemacht habe. Also kein Rumlauf und Sachen anguck Video, wo ich viel rumlaufe. Ich gab ja so ein paar, ich laufe im Kreis oder ich laufe auf und ab. Video, aber ich lege hier schon eine gewisse Strecke zurück. Ja, insgesamt werden das jetzt so 8 Kilometer sein, was ich jetzt insgesamt vorhab. Aber das ist trotzdem ein bisschen ungewohnt. Weil das guckt sich ja nachher dann komisch an, beziehungsweise im Schnitt. Da sieht es dann so quasi von einer Sekunde auf die andere, stehe ich am nächsten Baum und bin aber in Wirklichkeit dazwischen teilweise richtig weit gelaufen. Komisch. Arr, die Sonne geht unter. Das sieht man jetzt schon wieder kamerabedingt nicht so wirklich gut. Na, es ist so, die Sonne geht unter. Zoom. Jetzt kann man es sehen. Aha. Hier an den etwas seltsam angeleuchteten. Ja, was für Bäume sind's? Na, habt ihr eine Theorie? Was könnte das sein? Machen wir nochmal Ferndiagnose. Diese Dinge mit diesen kleinen, krüppligen Kronen auf einem langen Stängel, der seltsam zweifarbig ist. Oben rot, unten bräunlich, ne? Ja, klar, Kiefern. Das Bild wollte ich euch eigentlich noch zeigen und das war eigentlich auch der Ort, wo ich hin wollte. Ich mache jetzt noch eine längere Runde zurück, da kann es ja ruhig dunkel werden, da filme ich nicht mehr viel. Beziehungsweise ich werde mir jetzt noch einen kleinen Tee kochen. Ja, doch, mache ich. Und hocke mich dazu noch in den schönen alten Steinbruch, der da hinten ist. Es gibt also jetzt im weiteren Verlauf dieses Videos, ich habe Lust noch ein bisschen weiter zu filmen, keinerlei irgendwie relevante Informationen zur Baumbestimmung mehr. Höchstens noch ein bisschen was zu anderen Pflanzen, die ich da möglicherweise finde, weil sie möglicherweise schon Blätter haben. Das bleibt jetzt abzuwarten. Spannend, spannend. Aber ihr könnt wirklich ausschalten, der Rest ist jetzt nur noch Unsinn und ich werde jetzt bloß noch ein bisschen mit der Buschbox rumhantieren, mir eine Tasse heißes Wasser machen und so ein Teepülverchen reinschippen. Also auch nichts Spektakuläres. Ja, bis gleich. Das sieht toll aus mit diesen angestrahlten Fichten hier. Fichten, Kiefer natürlich. Und der Eiche da. Und das ist unsere Hütte hier, unsere schöne kleine Schutzhütte. Eieieiei. Quält mich jetzt. Wurde auch Zeit, dass ich mal wieder in den Wald rausgekommen bin. Oh, guck mal, das sieht voll toll aus. Also in Real Life noch viel toller als mit meiner bescheidenen Kamera. Mit diesen angeleuchteten Baumwipfeln hier. Das ist quasi wie, als ob ich mit einem Laserpointer euch die Kiefernkrone erklären wollte. Toll, das quält mir jetzt richtig. Oh Gott, ich höre mich schon an wie der andere Benjamin. Eieieiei. Also sowas ist ja immer wirklich schwierig zu filmen. Also das kriege ich mit meinem blöden kleinen Camcorder hier nicht hin. Meine Spiegelreflex habe ich jetzt nicht dabei. Das ist übrigens eine alte, die macht wirklich nur Fotos. Schade. Das wäre echt jetzt ein paar hübsche Bilder. Mit dem Sonnenstand und diesem schönen Wald. Naja. Toll. Ich habe hier übrigens schon eine ganze Ladung trockenes Holz gefunden. Ben sucht lustigen Steinbruch mit schöner Aussicht. Und jetzt muss er die Kamera runternehmen, sonst stößt sie gleich gegen Ast. Ja, wo ist er denn, mein Steinbruch? Da merkt man, dass ich schon ein kleines Weilchen nicht mehr hier war. Oh, ich werde rot. Liegt an der Sonne. Aha, da ist er. Gefunden. Damit ihr das mal seht, da hinten diese Abbruchkante im Gelände, die kann man auch in den
kleiner werdenden Bäumchen und an der Vegetation ein bisschen erahnen. Da hat es auch viel Moos und viel sonstiges Grünzeug, weil da eben viel Licht auf den Boden kommt, standardmäßig. Da gehen wir jetzt hin. Eiche im Weg, Eiche. So, jetzt habe ich die Hälfte von meinem Brennholz wieder verloren. Aha. Guckt mal, ist das hier nicht ein schönes Plätzchen? Mhm. Ja, ist es. Die Survival-Götter sind auch mit mir und haben mir hier eine wunderbare Sitzgelegenheit hingelegt. Und dann werde ich hier mein Teechen zubereiten und habe hier eine schöne Aussicht. Ah, jetzt komme ich mir echt vor wie der andere Benjamin. Aber sowas von, naja, ist nicht das Schlechteste. So, ich habe jetzt schon eine Ladung Brennholz auf Hobo-Größe zerkleinert. Das sollte eigentlich reichen für ein bisschen heißes Wasser. Habe hier meine Pilotenflasche, ebenfalls mit entsprechend Wasser drin. Meine übliche Titantasse, die kennt ihr ja auch schon aus einem anderen Video. Die werde ich mir jetzt mit etwas Wasser befüllen. Das sollte eigentlich fast schon reichen, mit etwas Dreck drin. Das macht ja nichts, das sind wir ja gewöhnt. Wo ist er denn, der Dreck? Jetzt ist fast kein Dreck mehr drin. Und zelebriere jetzt mal wieder das Zusammenbauen meiner Buschbox. Das habe ich jetzt schon wieder ein Weilchen nicht gemacht. Wird also wahrscheinlich jetzt entsprechend mal wieder peinlich, weil ich mal wieder zu blöd dafür bin. Gott, Akademikerhände können halt nichts außer tippen. Und dafür ist, glaube ich, auch mehr der Kopf verantwortlich als meine Hände. Zumal ich kein besonders schneller Schreiber bin, obwohl ich mal dieses 10-Finger-System sogar so richtig professionell gelernt habe. Lang ist es her. Naja, ich drehe mal nach unten, dann seht ihr mich nicht mehr, aber was ich hier treibe, ist vielleicht jetzt gerade im Moment interessanter. Wie ging denn das gleich nochmal? Also, man nehme so ein Teil und mache da so ein Teil dran. Mhm. Und mache da dieses Teil dran. Wird übrigens im Laufe dieses Videos vermutlich zunehmend dunkel. Ja. Ich muss sagen, das geht ja fast schon besser, als ich dachte. Ja. Guckt, jetzt bin ich unfähig. Das kommt auch davon, wenn ich die ganze Zeit quatsche nebenher. Das kann doch kein Mensch können, wenn er nebenher labert, echt. Ja. So, geschafft. Noch das Teil dran. Tudu, tada! So schaut's aus. Gut. Und jetzt gibt's Feuerchen per fauler Sack-Variante. Moment, wo hab ich's denn? Wo hab ich's denn? Wo hab ich's denn? Da hab ich's. Kennt ihr diese Teile noch? Dazu gibt es auch ein Video. Wenn ich nicht zu faul bin, verlinke ich es euch. Wahrscheinlich bin ich zu faul, wisst ihr ja. Machen wir gleich noch ein bisschen Holz dazu. Zack, zack, zack. Ich habe doch keine Zeit. So, damit sollte es in kürzester Zeit hier vernünftig brennen und dann kann ich auch gleich mal das in kürzester Zeit draufpacken. Das Holz ist hier auch jetzt nicht so wirklich trocken. Also dafür, dass es die ganze Zeit geregnet hat in den letzten Tagen, habe ich jetzt ein paar ganz nette Stückchen gefunden, aber unglaublich toll ist nicht. Och jo. Das brennt ja schon ganz fröhlich. Mit dem Zunder ist das allerdings auch kein Wunder. Nee, das reimt sich.
So. Ich lasse jetzt ein klein bisschen runterbrennen und dann stellen wir die Tasse drauf und so lange mache ich hier mal einen Stopp. Das müsst ihr euch ja nicht alles mit angucken. So, meine Tasse stand zwar schon stabiler, aber boah. Man muss halt mit dem arbeiten, was man hat, ne? Oh Gott, jetzt schwätze ich schon badisch. Na, das sollte relativ fix gehen mit dem heißen Wasser. Ist ja nicht so viel auch. Und dabei habe ich meine Tasse gerade erst geputzt. Also das wurde jetzt echt Zeit, dass ich mal wieder in den Wald gekommen bin. Wenn ich übrigens sage, ich war lange nicht im Wald, dann handelt es sich um ein paar Tage, aber das reicht schon. Ein paar Tage nicht im Wald sind schon ein paar Tage zu viel. Ja, ja. Wer jetzt übrigens immer noch zuschaut, was ich dann nicht ganz verstehe, der kann mir ja vielleicht einen Kommentar hinterlassen und mir mal sagen, ob ich unter Umständen mal ein Kommentare-Kommentier-Video machen soll. Das machen ja viele, dass die Kommentare quasi vorlesen und direkt darauf antworten. Weil, langsam verstehe ich auch, warum das viele machen, das spart Zeit. Da hat man die halt wirklich relativ schnell durchgekaut und hat gleichzeitig noch ein neues Video. Wobei ich mich jetzt nicht zu den Leuten zähle, die irgendwie Mangel an Videoideen haben. Also wirklich nicht. Es ist nicht so, dass ich irgendwie verzweifelt nach Themen suchen müsste. Wirklich, wirklich nicht. Also das, nein. Im Gegenteil. Oh, der Zweig war noch ein bisschen feucht. Ah ja, hier. Das ist schön trocken. Ja, ich weiß, es passiert hier gerade bemerkenswert wenig, aber den einen oder anderen wird es tatsächlich geben, der hier noch weiter zuguckt. Sowas soll man ja nicht machen. Man soll ja seinen Zuschauern, das empfiehlt jedenfalls YouTube, immer in der Seitenliste, wenn man einen Kanal hat, der ein bisschen größer geworden ist, dann kriegt man immer in der, also rechts vom Bild, wenn man auf meinen Kanal klickt, kriegt man so alle möglichen Empfehlungen, was man alles nicht machen darf, damit der Kanal noch erfolgreicher wird und man dann irgendwann zig Millionen Abonnenten hat. Und dazu gehört, man darf nicht Videos machen, bei denen am Ende nichts mehr passiert, weil dann hat man eine schlechte Watchtime, also Prozentsatz dessen, dass das Video nur so und so viel Prozent zu Ende angeguckt wird und solche Späße. Das ist mal wie übrigens ziemlich beschissen. Also diese Zeit, die meine Videos zu Ende geguckt werden. Prozentsatz. So und so viel Prozent der Aufrufe wurde das Video auch zu Ende geguckt. Das ist ziemlich schlecht bei mir. Das könnte daran liegen, dass die ewig lang sind. Da reicht schon, wenn du eine Klopause einlegst und schon hat sich die Sache erledigt. Das zählt nämlich nur dann als zu Ende geguckt, wenn das Video von vorne bis hinten komplett durchgeschaut wird, ohne dass auf Pause gedrückt wird, vorgespult oder zurückgespult oder sonst irgendwie was. Sobald du einmal auf Pause drückst, hast du es nicht zu Ende angeschaut, in Anführungszeichen. Dann wird das an dem Punkt abgebrochen und geht mit nur 40% angesehen in die Statistik ein. Solange wie meine Dinger sind, geht das einfach schlicht und ergreifend nicht. Ich will jetzt auch ganz bestimmt nicht von euch verlangen, dass ihr das Zeug ab sofort anguckt, ohne mal auf Pause zu drücken und solche Späße. Das ist natürlich Quatsch. Test. Naja, fast schon Teetemperatur. Ich will mein Wasser ja gar nicht kochend. Ich habe da nämlich was Neues zum Ausprobieren, teetechnisch, wenn ich es finde. Mal gucken, in welche Hosentasche ich das gestopft habe. Das Gute bei diesen BW-Hosen, beziehungsweise das Nervige, ist ja, dass die ewig viele Taschen haben und demzufolge kann man da ewig lange suchen, bis man seinen Tascheninhalt findet. Ich hätte auch noch einen Firesteel übrigens dabei gehabt, wenn ich jetzt das Feuer auf Angeberniveau hätte anmachen müssen. Irgendwer hat mal geschrieben, das habe ich doch gar nicht nötig. Ich war gerade der Meinung, oh ja, da hat er recht. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wehe, ich habe das Ding jetzt nicht dabei. Aha.
Das war übrigens gerade einer der seltenen Momente, wo ich nachvollziehen kann, weshalb manche Leute gerne mit diesen taktischen Rucksäcken die 7000 verschiedene Täschchen und Plätzchen und Mollesystem und all so ein Krempel haben, wo man sein Zeug besser organisieren kann. Mein Rucksack ist ja einfach nur ein Sack. Du schmeißt es rein und es fällt nach unten. Fertig. Ja, hat schon seine Daseinsberechtigung, diese Tasmanian Tiger, was auch immer, Soul Pack irgendwie, schieß mich tot. Keine Ahnung, ich kenne mich doch nicht groß aus. Bin ja jetzt kein großer Gear-Junkie, was ich habe, habe ich. Und dann habe ich's. Dann brauche ich nicht noch was. Beziehungsweise was anderes. Was soll ich mit 5 Rucksäcken? Gut, ich habe 5 Rucksäcke, aber zu 5 verschiedenen Zwecken. Beziehungsweise noch ein paar alte Rucksäcke, die irgendwann nicht mehr so schön waren. Und damit in die Uni zu rennen. Man hat ja auch einen Ruf zu verlieren. Insbesondere ich. So. Also ihr seht, das hier ist so ein total simples Teepulverchen mit Teeextrakt. Ich wollte das einfach mal probieren. Hab zu Hause schon mal einen getrunken, weil ich mir dachte, so für auf Tour ist das schon irgendwie cool. Ist noch was zum Umrühren? Normalerweise trinke ich ja dann schon gleich irgendwelchen First Flush Darjeeling zum Beispiel gerne. Lecker. Darjeeling ist so mein Lieblingstee. Mit ein bisschen Milch und ganz bisschen Zucker. Dieses Zeug hier ist jetzt so fix und fertig. Da ist schon ein bisschen Milchpulver. Und ein bisschen Zucker in Form von Glukosesirup schon drin. Ja, besonders bio ist das nicht. Aber wir sind hier ja outdoors und da kann man ja mal ein bisschen Abstriche machen. Jetzt habe ich hier auch ein Umrührhölzchen. Vorsichtig umrühren, sonst fällt mir die Tasse runter. Kann man anfassen? Kann man anfassen. Sehr schön. Gut, Tee fertig. Dann schmeißen wir noch mal ein bisschen was auf die Buschbox, weil es so schön ist. Und das Ding können wir eigentlich runter machen. Na. Diese Stöcke hier sind auch ein bisschen instabil. Na komm. Hat sich verhakt. War ja klar. Na toll, jetzt sitzt es auch richtig drin. Jetzt, wo ich nichts mehr kochen will. Das war ja wieder klar. Ja, typisch, Ben versucht was Praktisches. So. Bin mal gespannt, ob das jetzt überhaupt noch anbrennt. Müssen wir noch ein bisschen Kleinzeug dazu machen. Das Kleinzeug habe ich aber gerade alles verbrannt. Ja gut, ich war ja jetzt auch nur entsprechend für eine Tasse Holz sammeln. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren, wenn es jetzt nur für eine Tasse gereicht hat. Oh, eine Flamme. Ja. Ist auch schon egal eigentlich. Vorläufig reicht's. Vorläufig. Ja. Wer hat denn da angezoomt? Ah, nicht noch weiter. Ist ja furchtbar. Hallo. So, ich trinke jetzt Tee. Zum Wohl. Da ist schon wieder ein Dreck drin. Brr, heiß. Und Brille beschlägt. Lecker. So ein schöner Tee.
Jawohl. Soll ich nur irgendwelche blödes Zeug erzählen? Ich glaube nicht. Nee, das reicht jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, zum Wohl und ja, bis zum nächsten Mal. Und schaut nochmal die Aussicht. Also das sieht natürlich in Natura wieder viel besser aus, weil die Kamera das ja alles so wegbelichtet, dass es schon gar nicht mehr so schön ist, wie ich es jetzt hier habe. Toll, toll. Gut, in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.